Moin Moin, herzlich willkommen hier aus Straßburg. Mal wieder ist ein Monat um und deswegen gibt es ein neues Update hier aus dem Europäischen Parlament. Wir hatten eine sehr spannende Sitzungswoche und über vier Themen möchte ich heute kurz mit euch reden. Einmal über den Besuch von Olaf Scholz, dann über Frontex, dann über künstliche Intelligenz und tatsächlich auch über die Istanbul Convention. Aber fangen wir vielleicht damit an. Wir hatten hohen Besuch hier im Europäischen Parlament. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war da. Es ist so, dass bei fast jeder Plenartagung ein europäischer Staats- oder Regierungschef hier ist und mit uns die Debatte, den Austausch über die Europäische Union, über die Zukunft sucht. Und Olaf Scholz war diese Woche, wie gesagt, da und hat in einer, wie ich finde, sehr nachdenklichen, aber auch sehr präzisen Rede seine Skizze für die Zukunft der Europäischen Union gezeichnet. Unter anderem ist er dafür, dass das Einstimmigkeitsprinzip bei vielen Fragen abgeschafft wird oder generell abgeschafft wird, denn bei vielen Fragen dauern Entscheidungsprozesse, dadurch, dass man sich einstimmig einigen muss, immer sehr, sehr lang. Und er sagt, eine echte Demokratie funktioniert, wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt. Das ist keine Dominierung von Minderheiten durch irgendwelche Mehrheiten, sondern das ist der Weg, wie wir gemeinsam handlungsfähig werden, in dem ständigen Suchen nach Kompromissen, was notwendig ist und was ich für ein großes Merkmal erfolgreicher Demokratie halte. Deshalb ganz klar die Aussage, ich glaube, gerade was Steuern betrifft, gerade was die Frage der Außenpolitik betrifft, brauchen wir Mehrheitsentscheidungen, damit wir handeln können. Und da stimme ich ihm ausdrücklich zu. Außerdem hat er in seiner Rede unterstrichen, wie wichtig es ist, dass wir die Europäische Union auch erweitern. Und da hat er insbesondere an die Balkanstaaten gedacht. Und ich finde, das hat so offen, so klar noch niemand hier im Europäischen Parlament als Staats- und Regierungschefs gesagt. Ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke. Und es war, glaube ich, wichtig, dass er sehr deutlich gemacht hat, wo die deutsche Bundesregierung an dieser Stelle steht. Also alles in allem, wie ich finde, ein sehr schöner Besuch. Und ich habe mich sehr gefreut, den Bundeskanzler hier begrüßen zu dürfen. Ein unerfreuliches Thema ist das Thema Frontex. Frontex, wisst ihr, ist die Grenzsicherungsbehörde, die an den Außengrenzen dafür sorgt, dass Menschen nicht illegal in die Europäische Union kommen. Und leider gibt es dort immer wieder illegale Verhaltensweisen wie Pushbacks. Und es ist noch immer nicht klar, dass die Verhältnisse wirklich wieder rechtmäßig hergestellt sind. Im letzten Jahr hatten wir Frontex deswegen die Entlastung des Haushalts verweigert. Dieses Jahr hat eine konservative Mehrheit leider für die Erteilung der Entlastung gestimmt, obwohl immer noch rechtswidrige Praktiken nicht abgestellt sind. Für mich ein absolutes Unding und ich habe deswegen gegen die Entlastung gestimmt. Und nun zu einer historischen Entscheidung. Die Europäische Union tritt endlich der Istanbul-Konvention bei. Das ist eine Konvention, die den Schutz von Frauen in den Mittelpunkt stellt und tatsächlich echten Schutz durch neue Gesetze fordert. Viele Mitgliedstaaten sind schon dabei. Die Europäische Union konnte lange nicht beitreten, weil die Mitgliedstaaten sich nicht geeinigt haben, weil wenige Staaten den Beitritt verhindert haben. Diese Blockade wurde endlich aufgelöst und das haben wir hier im Europäischen Parlament auch ein Stück weit gefeiert und sehr deutlich gemacht, dass wir diesen Beitritt schon lange gefordert haben und wir sehr froh sind, dass es diesen Beitritt jetzt endlich gibt, denn damit werden die Rechte von Frauen gestärkt und das ist dringender denn je. Und einen letzten Punkt, auf den ich heute blicken möchte, das ist noch nicht im Plenum diskutiert worden, aber in den zwei Ausschüssen, im Binnenmarktausschuss und im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, das Thema künstliche Intelligenz. Die Europäische Union hat sich auf den Weg gemacht, einen Rechtsakt für künstliche Intelligenz zu verabschieden. Der war lange Zeit, wie ich finde, völlig unzureichend. Mittlerweile ist er deutlich besser geworden. Er enthält zum Beispiel auch generative KI, also Vorgaben für ChatGPT und andere. Das war überhaupt nicht vorgesehen am Anfang, ein Punkt, den ich sehr lange kritisiert habe, weil wir damit sozusagen die schnellste und größte und wichtigste Entwicklung im Bereich der KI außen vor gelassen hätten. Das ist jetzt anders und wir konnten uns auch gegen die Konservativen durchsetzen, dass biometrische Gesichtserkennung nicht stattfinden soll. Ich finde, das ist wichtig für eine Europäische Union, die ohne Überwachung auskommt, dass wir hier klare Kante zeigen und ich hoffe, dass wir dann das nächste Mal, wenn ich hier aus Straßburg berichte, also in 4 Wochen, dann auch als Plenum diese Position aus den Ausschüssen unterstützen können und ein klares Zeichen setzen. Aber dazu werde ich euch dann
dann in 4 Wochen wieder berichten. Ich hoffe, dieser kurze Überblick hat euch wie immer gefallen. Lasst mich gerne wissen, wenn euch noch ein Thema fehlt, Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik einfach in die Kommentare. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Ciao. Thank you.